Und wir können mal anfangen. Wir sind heute Abend hier, weil wir die neue Nyarlathotep-Box aus dem von Pegasus letztes Jahr erstellten Crowdfunding unboxen wollen. Und hier liegt doch die alte Nyarlathotep-Box von 2001, also fast 20, über 20 Jahre alt. Und wir werden die beiden mal vergleichen heute. Und Maiki hat es gerade schon gesagt, für alle, die jetzt erst einschalten: Wir haben diese Box nicht gekauft, wir haben beim Crowdfunding nicht mitgemacht, wir haben den Crowdfunding-Trailer erstellt. Maiki hat den eingesprochen, den Text haben wir gemeinsam geschrieben, ich habe es geschnitten, die Musik ist von Scott Buckley, der seine Musik gratis Leuten im Netz zur Verfügung... Beiß uns nicht in die Augen. Nein, er hat voll keine Kopfnuss verpasst. In die... Du bist so aufgeregt, weil du vor der Kamera bist, ne? Ein wunderbarer Glasgow-Kiss von diesem halbschottischen Hund. Ist ein Golden Retriever ein schottischer Hund? Ja, ist eine schottische Züchtung. Golden okay, Retriever, und ja. Die andere Hälfte ist Australien. Mhm. Ja. Das ist erklärt, dass er sehr auch lustig ist. Du kannst James Bond spielen. Ja. Okay. Okay, ich finde, du wärst eine gute Besetzung für James Bond. Platz. Geld. Ja, das ist Sitz. Platz. So, also wie gesagt, wir haben dieses Crowdfunding, wir haben nicht mitgemacht, wir machen selten bei Crowdfundings mit, außer wir, es ist etwas, wo wir denken, oh mein Gott, wir müssen es unbedingt besprechen und wir wissen nicht, ob wir jemals irgendwie rankommen, wenn wir jetzt nicht mitmachen, also machen wir eben, werfen wir Geld drauf. In dem Fall nicht. In dem Fall habe ich gesagt, wir machen diesen Trailer und ich hätte gerne meine übliche Gage nicht, sondern ich hätte gerne die bestmögliche Version dieser Produkte und ich hätte gerne alle Produkte, die ihr rausbringt, weil so niedrig ist unsere Gage nicht. Für sowas, ehrlich gesagt. Und deswegen haben wir dann auch die Lux-Version bekommen. Ich glaube, es war ein Fehler von mir. Ich glaube, ich hätte tatsächlich einfach das, die übliche Gage nehmen sollen. Und dann hätte ich mir das halt gekauft, dann hätten wir noch essen gehen können. Aber egal. Deswegen haben wir die Sachen hier. Sie sind diese Woche ausgeliefert worden, zumindest an uns. Ich weiß nicht, ob jemand es schon vorher bekommen hat, wahrscheinlich. Und das hier ist die limitierte Version, das Hardcover-Foliant-Dingens mit Goldkante in Metall. Ich glaube, 330 Exemplare also, gab es davon oder gibt es davon. Und das war Nummer 10, stand drauf. Ja, also es hat goldene Einfassung, ja, aber halt kein Goldschnitt. Und Goldkante kann man falsch verstehen. Entschuldige, danke, dass du das nochmal... Mit, ich glaube, Kunstledereinband... Ja, ich ja, denke doch. Ziemlich sicher, so wie sie es anfasst. Und goldenem Siegel der Carlisle Expedition. Und drei, wenn ich das richtig sehe, drei in Zahlen, drei. Ja, ich glaube, das waren auch nein, alles. Nein, hatte vier. Vier Lesebändchen. Das waren auch bestimmt alles Stretch Goals beim Crowdfunding. Ich habe das nicht so genau verfolgt. Guten Abend, Brabaka. Und deswegen ist es auch, ehrlich gesagt, ich habe gerade ein Video gemacht zum The One Ring Crowdfunding, was ja auch jetzt gerade ausgeliefert wird. Und wo sich manche Leute ein bisschen drüber aufregen oder damals auch schon aufgeregt haben, trotzdem war es ja mega erfolgreich. Und es gibt einfach so ein paar Dinge, die mich nerven inzwischen bei Crowdfundings. Nicht, dass ich mich jetzt über das hier aufregen möchte, aber ich finde so Lesebändchen sind halt so ganz billige Stretch Goals. Und es gibt noch ein Lesebändchen dazu und dieses Lesezeichen und diesen Aufkleber. Aber hier sind ein paar coolere Sachen dabei. Ja. Womit fangen wir an? Wollen wir die alte Box erst nochmal aufmachen, um die Spannung hochzutreiben, künstlich und plump? Können wir gerne machen. Ich habe nur gerade einmal durchs Inhaltsverzeichnis geblättert. Allein das Inhaltsverzeichnis hat schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten. Das ist ein Punkt, über den wir auch reden können. Das sind 650 Seiten Buch oder sowas? Ja, 656. Also das ist nicht so krass wie die Borberat-Kampagne. Ich glaube, die war irgendwie 1300 Seiten am Ende. In der Deluxe-Version. Aber man fragt sich halt schon, wann soll man das alles spielen? Weil das ist ja auch nicht alles an Material, da ist ja noch mehr drin. Ja. So. Also unsere Crowdfunding-Box bestand aus dieser Kiste, dem Folianten und diesem Spielkartenset. Und dieser Hundesabber war nicht dabei, der ist jetzt frisch dazugekommen. Der ist kostenlos gestiftet worden von unserem Mitarbeiter. Also wir treiben die Spannung künstlich in die Höhe, wie gesagt, und öffnen erst einmal diese 20 Jahre alte Box. Zu der kann ich auch eine Geschichte erzählen, wenn du sie hören willst, wenn du glaubst, dass ich sie der Menschen da draußen zumuten kann. Ist sie so grauenhaft? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gefällt mir das alte Pegasus-Logo mit dem Regenbogen ziemlich gut. Es ist schon ein bisschen 90s. Ja. Ich meine, sie haben ja nur den Regenbogen weggelassen, ne? Diese Box habe ich quasi gratis bekommen im F-Shop. Und ich rede vom alten F-Shop, als der noch Fanpro gehört hat, also Werner Fuchs. Da hatte der ein Programm, oder seine Angestellten hatten ein Programm, um zu fördern, dass Menschen Rezensionen schreiben. Und es gab immer so ein Kontingent an Dingen,
die man bekam, wenn man genug Rezis geschrieben hat. Dafür gab es dann so Bonuspunkte. Und wenn man davon ein paar Dutzend oder ein paar Hundert hatte, dann konnte man die einreichen. Ich glaube, man musste was bestellen und dann bekam man das dazu und konnte sich dann wie so einem Treue-Shop so ein paar Prämien raussuchen. Und ich habe so viele doofe Rezensionen geschrieben, die aber alle durchgewunken wurden damals, und das war im Jahr 2002, dass ich irgendwann mir diese Box dazu bestellen konnte. Und das waren echt viele Punkte, die ich dafür ansammeln musste. Und dann habe ich diese Box rumstehen gehabt, während meines Studiums, hatte nie Zeit, sie zu lesen, brauchte dann ganz dringend Geld und habe sie dann, glaube ich, für 80 Euro wieder verkauft. No! Ja. Und, oder weniger. Ich habe sie Julia Knobloch verkauft, die ja irgendwann selber Cthulhu-Autorin geworden ist. Hm. Und habe sie aber dann vor 3 oder 4 Jahren nochmal bei eBay geschossen, weil ich mir dachte, wir brauchen noch diese Kampagne. Ich würde die irgendwann gerne mal leiten. Die ist ja auch kultverdächtig und die gehört in unsere Sammlung. Habe es dann, wie gesagt, bestellt, habe es teilweise gelesen, hatte es auf einem Urlaub in London dabei, wo wir danach die Ivy Demetel besucht haben. Mhm. Und habe dann irgendwann während Corona vergessen, dass ich das eigentlich mal leiten wollte und habe es nie zu Ende gelesen. Tolle Geschichte, ne? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass meine geistige Gesundheit dadurch sinkt. Ich habe nicht gesagt, das wäre eine schlimme Geschichte. Ich habe nur. Du hast angedeutet, dass können wir das den Leuten zumuten, aber du meintest einfach nur wegen der Länge. Ja, einfach nur, weil ich so viel rede. Okay. Also, das ist eine Box. Da ist ein Buch drin, eins. Ja, das sind wahrscheinlich deine Notizen. Nein, das sind die Notizen von der Person, bei der ich das gekauft habe. Nyarlathotep-Tagebuch mit Smileys im Text. Mit Smileys? Also in Chicago nicht im Güterwaggon, Smiley. Okay, ich denke, das müssen wir nicht besprechen. Noch ein Buch? Ja, 3 Bücher. Noch ein Buch. Das Problem bei dieser Version der Kampagne ist, es ist ein bisschen staubig. Ne? Das war's schon. Genau. Ich weiß nicht, ob da irgendwas fehlt. Ich glaube aber nicht. Das Problem bei dieser Version der Kampagne ist, dass ich mich sehr schwer tue, damit zu lesen, was da steht. Ja. Da steht Quellenband. Ja, und darüber steht noch was. Irgendwas mit Scientiae? Tabula Scientiae. Ah, die Tafel des Wissens. Mhm. Das steht hier überall. Und hier steht Spielhilfen, glaube ich. Und das ist die eigentliche Kampagne. Lieber Adventus. Abenteuerband, genau. Hat 200 Seiten. Das eigentliche Abenteuerband. Die Spielhilfen sind halt. Corpus Delicti. Das ist der Fonds ist echt. Die Spielhilfen sind die ganzen Handouts, ne? Also das musst du halt dann kopieren. Was zeigen wir gerade? Welches davon? Egal. Das musst du halt kopieren, ausschneiden und deinen Spielenden am Tisch in die Hand drücken. Das sind über 60 Seiten. Und Werbung für Pegasus.de. Oui. Über 60 Seiten. Ein paar Tabellen. Waffentabellen. Aber fast 60 Seiten Handouts. Und du hast da etwas, das man auch nicht unbedingt braucht, um die Kampagne zu spielen, was aber nützlich ist. Ein Quellenband. Von dem, was war und kommen wird, Licht und Schatten in New York, in dichten Nebeln, dunkle Labyrinthe unter der Stadt, in felsigen Höhen, in der großen Wüste, auf der Insel der Drachen. Das ist Zusatzmaterial zu den Orten, durch die man reist? Genau, ja. Das ist einfach die Station der Kampagne beschrieben. Und hier ist ein das Quietschen ist übrigens der Hund, der auf seinem Teddybärchen rumkaut. Soll ich ihm das mal wegnehmen? Dieses Teddybärchen. Er guckt mich jetzt sehr vorwurfsvoll an. Ich werf's mal. Was ist das? Hier ist auch ein Glossar, der mich, mich kirre macht, weil er für die chinesischen Namen 2 verschiedene Umschriften benutzt. Oh nein, das sind Dinge, die ungefähr 3 Leute unter der Spielerschaft stören werden. Ja. Eingeschlossen dich. Aber ja, aber ansonsten sind es tatsächlich einfach nur Beschreibungen der Locations der Kampagne, ohne dass es wirklich unbedingt einen Bezug hat. Also man kann das auch als universelle, wenn ich mich recht erinnere, als universelle Stadtbeschreibung benutzen, auch für andere Rollenspiele, die man zu dieser Zeit in diesen Locations spielen möchte. Nicht vergessen, das Bärchen liegt jetzt neben dem Jodler. Das sind übrigens 100 Seiten. Mit dem Jodler meint Maige übrigens, für alle, die das nicht verstehen. Maige übrigens natürlich Grogu, ja.
der bei uns nicht Baby Yoda hieß, sondern Yodler, weil er kein Baby ist. Und dann ein Toddler. So, ja. Yodler. So. Aber das werde ich noch in 50 Jahren immer wieder erklären müssen. Ja, man hat alle Baby Yoda gesagt, aber ja, wir hatten keine Ahnung. So, und die eigentliche Kampagne 2. Indie. In der Zeit. Indie, komm hierher. Wir haben uns das Leben so viel einfacher gemacht, indem wir gesagt haben, muss ein Studio und hier. So. So ist gut. Ja, genau. Die shoppelt sich auch New York, London, Kairo. Spoiler übrigens, wo man hinkommt in der Kampagne. Kenia, Australien und Shanghai. Ich bin ja tatsächlich eingestiegen mit Cthulhu, als es so aussah. Ne? Mhm. Als das Layout war, als es sehr viele alte Schwarz-Weiß-Bilder benutzt hat, was es ja teilweise immer noch tut. Und als die Texte vor allem versucht haben, die Stimmung dieser Zeit wiederzugeben. Was mich fasziniert hat an dem Cthulhu dieser Zeit war, und ich nehme an, dir ging es ähnlich, dass es immer so geschrieben war, als wäre, das könnte das wahr sein. Mhm. Weißt du? Als wäre das so einen halben Schritt entfernt von der wirklichen Historie. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Und das ist auch das, was ich... Indy. Was ist denn? Was macht der Hund denn? Er würde gerne die Lesebändchen essen. Oder zumindest an ihn rumsabbern. Die sind schon etwas feucht. Indy. Feuchte Lesebändchen. Ja, es geht noch. Indy, mach du dich selbstständig, ja, mach Crowdfunding-Videos, lass dich in Büchern bezahlen und dann kannst du auf diesen Lesebändchen rumkommen. Ich kann es erinnern, dann komme ich und kaufe sie in Büchern rum und sabber sie an. Okay, das war die alte Box. Ich denke, da müssen wir nicht viel mehr dazu sagen. Es sind überschaubar viele Seiten. Ich glaube, wir waren jetzt bei 360 Seiten. Und ich mag das alte Zeug sehr. Ich mag vor allem die Schreibe. Willst du wahllos ein Beispiel herausziehen? Auf die Gefahr hin, dass Lektorat wir dann was Frank so Keller, ne? Also, ja. Das ist noch von der legendären Chef-Etage bearbeitet worden. Das Beispiel, das ich rauspicken möchte, ist der Klappentext, glaube ich. Ich glaube, wir lesen einfach den Klappentext vor, den ich gerade weggelegt habe. Ich würde gerade sagen, der ist auf der Kiste. Liest du den Klappentext vor? In Nyarlathoteps Schatten. Auch wenn an den verschwiegenen Plätzen in ihren von der Zeit zerfressenen Palästen die großen Alten liegen und träumen, geduldig, auch die Zeiten wartend, wenn die Sterne richtig stehen, so wissen sie tief in ihren abstrusen Geistern, dass auch sie nur Diener sind. Diener unvorstellbarer kosmischer Prinzipien, chaotischer Götter, Dinge aus äußeren Sphären, die waren, als das Universum geboren wurde und auch nach dem Ende der Welt sein werden. Nichts gibt es, was sie an unwichtigen Flecken wie der Erde und ihren Bewohnern interessieren würde, denn sie sind nichts als dunkle Träume, Schatten aus dunklem Chaos, das im Herzen der Welt residiert und dessen schwaches Echo in allen Schöpfungsgeschichten irdischer Völker zu finden ist. Ihren Geist aber haben sie vereint zu einem, der nicht Mann noch Frau ist, sondern tausendgestaltiger Götterbote und Chaosbringer, der in einer seiner Formen, unter einer seiner Persönlichkeiten, als Nyarlathotep einigen wenigen bekannt ist. Nicht Nyarlathotep? Der Text ist so gut, dass wir den grob als Vorlage genommen haben, ja, für den Crowdfunding-Teaser. Natürlich im Rahmen der Copyright-Beschränkungen. Ja. Aber also, das ist ein wahnsinnig guter Klappentext und das verrät halt nichts. Ne? Das ist ja immer das Schwierige bei Cthulhu, dass du das Abenteuer eigentlich nicht spoilern möchtest auf dem Klappentext. Sollen wir noch mehr vorlesen? Oder wollen wir das mal abhaken hier? Maggie. Noch mehr Klappentext vorlesen? Nein, noch mehr Texte aus diesem. Zum Beispiel einfach mal einen random irgendeinen Text. Irgendwas. Guck, ob es taugt. Irgendwas. Im Folgenden werden ein paar einfache Anregungen zu Schiffsreisen geliefert. Vielleicht nicht zwingend. Das klingt langweilig. Es wird gefragt hier im Chat, ist diese Box neu oder schon älter? Genau, die linke, wie gerade auch vom Raubfriesen erklärt, die linke ist 21 Jahre alt. Die kann man auf eBay immer noch schießen. Die rechte ist ganz, ganz neu. Die ist gecrowdfundet worden letztes Jahr, ist jetzt ausgeliefert worden. Und ich bin mir sicher, dass man das jetzt alles im Laden bekommt, abgesehen von dieser Foliant-Ausgabe, die gerade nicht im Bild ist. Die war Crowdfunding-exklusiv. Aber alle anderen, die jetzt später noch Interesse haben, können das als eigentlich viel praktischeren Schuber kaufen. Ich glaube, mit 3 oder 4 Büchern in einem Schwarz-Weiß-Schuber mit schickem Artwork.
Und Maike sucht immer noch eine Stelle, die sie im alten Buch vorlesen kann, die ihr zusagt, aber sie findet nichts. Als Amerikaner macht man es sich mit dem Essen leicht. Für Frühaufsteher gibt es schlechten Kaffee und gebackene Krapfen in kleinen Drugstores, wo man auch Sandwiches und Eiscreme bekommt. Sandwiches lassen sich auch aus Automaten ziehen, nebst Getränken. Wer wenig Geld hat, kann auch im Stehrestaurants essen oder in dem billigen Restaurant einer Kette, obwohl es McDonald's damals noch nicht gab. Sehr wohl gibt es aber schon Cafeterias, die exakt so organisiert sind wie die heutigen, nur damals als umwälzende Neuerung erscheinen und in vielen Berichten von Amerika-Besuchern erstaunt oder sogar enthusiastisch beschrieben werden. Wer ausländisch speisen will, kann unter chinesischer, französischer, russischer und marokkanischer Küche wählen und natürlich auch ein italienisches Restaurant aufsuchen. Nur Pizzen, die gibt es zu dieser Zeit noch nicht. Mein Gott, was für eine furchtbare Zeit. Es gibt noch keine Pizza. Shit. Aber guter Text. Ich finde, ja, da bekommt man sofort Lust auf ein amerikanisches Schnellrestaurant, auch wenn es nicht als nicht lecker beschrieben wird. Der Text wird. Hat das Wort nebst verwendet. Nebst? Ja. Das ist halt noch aus einer anderen Zeit, ja. Ja, Frank Heller schreibt ja immer noch manchmal für Cthulhu. Mhm. Und ich finde, was er schreibt, ist immer super. Also es ist einer der besten Rollenspielautoren, wo gibt. Ja. Schön. So, also ich weiß nicht, wie viel wir... Und jemand, der sagt, wo gibt's, auf dessen Urteil kann man sich ja verlassen, wenn es um literarische Qualität geht. Müssen wir noch viel über den Band hier sagen? Wir sollten nochmal sagen, dass das, wie gesagt, die limitierte Ausgabe ist. Die gibt es genau 330 Mal, angeblich. Also zumindest stand das Buch 10. Aufkleber. Das ist Buch 10 von 330, genau. Und wer das jetzt nachträglich noch haben möchte, nicht mehr im Crowdfunding, kann sich das in einem Schuber kaufen, der, glaube ich, auch deutlich günstiger ist und wahrscheinlich auch praktischer. Ne? Es wird gerade gefragt, ist das die Deluxe-Version aus dem CF? Ja, das genau. Ist die Version, wo alles in der Bibel, also in einem Band zusammengefasst ist. Und das nochmal, 660 Seiten, glaube ich, ne? Ja. Vier Lesebändchen, sehr schwer. Was wiegt denn das, schätze? 4 Kilo? Soll ich mal eben wiegen gehen? Wenn du möchtest, kannst du es gleich mal wiegen gehen. Ich bin nicht so wahnsinnig großer Fan von diesem Logo. Ich finde, das hat nicht so wirklich Flair mit dieser Pyramide. Ich muss schon sagen, dass der Schuber mit diesem französischen Artwork... Der hat dir besser schon, gefallen? Ja, diesen gigaresken kann man immer noch, Totenschädel. Den kann man immer noch kaufen. Pharao-Ding sehen. Magst du schnell mal wiegen gehen und dann bereite ich die Box vor. Meine Güte. Jawohl. Hey. Maike ist über das Hundekauholz gestolpert. Aber ich bin mir sicher, sie hat das gut weggesteckt und kommt wieder. Solange mache ich das hier mal auf. Das war auch etwas, was als Stretch Goal freigeschaltet wurde in der Kampagne. Das sind 80 Personen für die Kampagne Masken des Nyarlathotep. Dieses Kartendeck, blablabla, liefert Porträts, Informationen und Spielwerte für Personen, denen die Investigatoren im Laufe der Kampagne auf mehr oder deutlich weniger freundliche Weise begegnen können. Auf mehr oder deutlich weniger? Entschuldigung. Ja? Ziemlich genau 2700 Gramm. Okay, da habe ich mich grob verschätzt. Nicht ganz 3 Kilo, okay. Als Referenz und zum Visualisieren sind diese Karten gedacht. So, das ist natürlich, Achtung, alles, was wir jetzt zeigen, natürlich Spoiler für diese Kampagne. Wenn ich jetzt zeige, wer da drin ist, dann seht ihr, wem ihr in dieser Kampagne über den Weg laufen könnt und wen ihr irgendwie vielleicht auch bekämpfen müsst. So, das ist ein bisschen... Dieses Faltblättchen. Bisschen übertrieben groß, diese Packung. Wie man das Deck benutzt. Einige können den Investigatoren als Verbündete zur Seite stehen, andere kleinere Hilfestellungen geben oder Bedrohungen darstellen und einige sind echte Bösewichte. Gut, wer haben wir hier? Martin Winfield. Agatha Broadmoor. Und auf der Rückseite sind dann Werte. Agatha Broadmoor hat gar nicht so gute Werte, aber... Legst du einfach mal hin, dann... Das hier ist Johanna Specht, die ist Archäologin. Oh, die hat sehr gute Konstitution. Das ist Oma al-Shakti. Wir müssen jetzt nicht jeden Einzelnen hier vorstellen. Jan Willen van Hövelen ist aber ein schöner Name. Oh, das war zu viel Schwung. Weißt du, dass wir die jetzt alle gleich wieder einsammeln müssen? Ja, guck mal, die beiden sind sich sehr ähnlich. So. Mhm. Immerhin tatsächlich Porträts für alle NSCs. Ja, hier habe ich was. Das ist das Bild schon sehr spoilerig, das sage ich mal nicht. Ja, jetzt wird es langsam ein bisschen ekliger. Ja,
Das sieht nach so vieles aus. Das zeigen wir auch nicht. So. 80 Stück davon, wie gesagt. Gibt es dann natürlich auch ganz normal im Handel für einen Preis, der mir nicht bekannt ist, weil das natürlich hier nicht dran steht. Preisbindung hat. Ja. Also in 80 NSCs um die Welt. Schön gesagt. Jetzt gehen wir an das eigentliche Ding und wir haben natürlich ein bisschen gemogelt. Diese Box war schon mal auf. Wir haben damit noch nicht gespielt, aber Maike hat damit rumgespielt. Oh. Denn da drin waren Punchboards und wenn in diesem... Der Hund hat jetzt das Kauholz. Ich nehme dem Hund mal das Kauholz weg. Danke. Dankeschön. Ich mache mich gerade sehr beliebt bei unserem Hund. Der normale Schuber kostet nur 100 Euro. Anführungszeichen. Schuber ist toll und praktisch, schreibt Herr Kurzweiligkeit. Also zum Benutzen ist der Schuber praktischer übrigens, als das eine große Buch. Hallo übrigens an Pegasus-Spiele, die hier wichtige Informationen liefern, wie das der Schuber nur 100 Euro kostet. Anführungszeichen. Pegasus-Spiele weiß bestimmt auch, was diese NSC-Packung kostet. So. Ob das was auch ein fairer Preis ist, schreibt Sphärengeselle. Finde ich auch. Also 100 Euro ist für 660 Seiten Rollenspielkram ist ein sehr fairer Preis. Dafür wurde Monty Cook 200 Euro verlangen. Ja, mindestens. Und Urberg wurde zu wenig verlangen und dann pleite gehen. Aber das kennen wir ja schon. So, du bist nicht mehr im Bild. Magst du vielleicht ein bisschen mehr hier rüberrutschen? Okay. Also, das ist etwas, was ich tatsächlich sehr cool finde. Investigatorenausweise für die Kampagne. Das ist super. Die wirklich wie ein Reisepass gemacht sind. Und zack, hier kann man die Attribute eintragen, auch direkt mit Halb und Fünftel. Das Bild. Das gab es ja auch in der alten Orient Express Box, aber da war das ein Heftchen. Ne? Da waren die, also ich glaube für die NSCs war das ein Heftchen mit gesammelten Reisepässen und da musste man das rauskopieren. Mhm. Das hier, das ist schon Next Level. Also das ist wirklich sehr cool. Also man muss dann für seine Werte hin und her blättern, aber ich finde das tatsächlich, also so blöd das klingt, das gefällt mir generell besser als einen DIN A4. Also auch von der Nutzbarkeit her, weil das hat haptisch sowas so. Es will das bringt auch neue Immersionsdimensionen ins Spiel. Und Pegasus-Spiele sagt gerade im Chat, dass diese Box hier auch Crowdfunding-exklusiv war und deswegen auch keinen Preis hat. Die gab es tatsächlich nur. Die sieht jetzt so aus wie was man im Laden kaufen kann. Ich dachte, die kriegt man dann auch immer noch. Aber nein, das war ein reiner Bonus für die Kampagne. Cool. Also einerseits cool, andererseits schade. Tut mir leid für alle, die jetzt nicht dabei waren beim Crowdfunding. Ja, es sind 8 Stück mit drin an Charakterbögen in Reisepassform. Dann frage ich direkt auch an Pegasus-Spiele, gibt es denn diese Box, die wir jetzt gerade aufmachen, gibt es die im Handel oder ist die auch exklusiv? Weil ich dachte, die würde man im Handel kriegen, aber ich mag mich hier komplett vertun. Also Pegasus-Spiele, wer auch immer von euch gerade da ist, danke, dass ihr hier seid und uns aushelft. Sagt mir bitte, ob man diese Box irgendwie anderweitig nochmal kriegen kann. Ja, es wird auch im Chat schon nach den Pässen gefragt. Alles nur im Crowdfunding gewesen. Also tut mir leid an alle, die es noch haben wollen. Da müsst ihr wohl dann auf eBay gehen oder irgendwo bei einem Gewinnspiel vielleicht mal Glück haben oder sowas, um das zu bekommen. Aber ehrlich, das ist ein Produkt. Das könnte man auch einfach mit einem neutralen Logo, wenn ich vorhätte, eine Solo-Kampagne zu spielen, würde ich mir die holen. Also ich bin inzwischen tatsächlich so eine Luxusschnecke. Ich mag schöne Charakterbögen. Ja, ich meine, wer von uns, es gibt sicherlich Leute, die haben schon von Start weg mit allem Krimskrams und tollen Würfelarenen und sowas gespielt. Aber wie viele bin ich eine von denen, die mit einem Whiteboard und einem Edding und ein bisschen Karo-Papier angefangen haben, wenn überhaupt. Und Julia ist übrigens gerade im Chat. Hallo Julia. Und macht hier Überstunden sozusagen. Okay. Vielen Dank für die Infos. Also nur den Schuber gibt es im normalen Handel. Nichts von dem, was wir hier zeigen, könnt ihr im normalen Handel kaufen. Nichts. Es tut mir leid. Gab es nicht mal irgendwie Händler? Egal. Die sich das geholt haben. Bestimmt gab es irgendwie. Sphärengeselle kann das sicher sagen. Ob es da eine Möglichkeit gab. Aber ich muss sagen, wirklich, dass ich schöne Charakterbögen echt zu schätzen weiß. Ich habe zum Beispiel so eine Charakterbogenmappe für D&D, wo man auch seine Zauberkarten reinstecken kann und sowas. Ich mag das einfach. Früher habe ich einfach alle meine Charakterbögen gesammelt in einer einzelnen Mappe und inzwischen mag ich das so nach Spiel sortiert und dass das alles nett ist. Das Dinge, die man nicht braucht, die aber einfach schön sind. Der Hauptfriese schreibt, das wäre mal was Spielerbögen, auf die Spieler freiwillig aufpassen. Das ist noch so ein Punkt, ja. Das ist Mehrwert, weil meistens heißt ja, wenn du dich wieder triffst ein paar Wochen später,
Hast du deinen Bogen dabei? Ich dachte, du hast den eingepackt. Also vor allem bei uns, weil wir ja beim Stream so ein bisschen auch die Verantwortung haben für die Charaktere. Mhm. Okay, das sind Werbeflyer für die Orte, die man besuchen kann. Kenia, Australien, Kairo. Ja, das sind im Grunde Flyer für den unterschiedlichen Orte. Was steht da auf der Rückseite? Sind das spielrelevante Dinge? Nein, tatsächlich, Orte. Das sind einfach nur Sachen, so, was man sich anschauen sollte, was ist ungewöhnlich daran. Naja, aber guck mal, angenommen die Spielenden kommen, die Investigern kommen in Shanghai an, dann gibst du ihnen einen Flyer und dann steht direkt auf der Rückseite einige Orte, die man nicht verpassen sollte. Und ich nehme doch mal an, dass der Cotton Club und sowas das und das Yifu Theater, dass das dann auch Orte in der Kampagne sind, die man suchen sollte das und nicht einfach rote Heringe. Aber wahrscheinlich eine Mischung. Ja. Ich habe die Kampagne ja nicht gelesen, weil du gesagt hast, du willst sie nochmal leiten. Ja, eines fernen Tages. Ich habe sie zur Hälfte gelesen. Aber das ist noch der Punkt. Welche Version spielen wir denn dann? Die 200 Seiten oder die 660 Seiten Version? Ich bin ja ehrlich gesagt dafür, dass wir die Handouts aus dieser Version nehmen, aber ich die alte Version benutze, weil wir dann eine Chance haben, irgendwann nochmal durchzukommen. New York. Und dein Handy klingelt irgendwo. Ja, das ist ein Wecker, der aus irgendeinem Grund auf 19.35 Uhr eingestellt ist. Aber das hört man wahrscheinlich im Stream nicht, weil dein Handy oben liegt. Die Stadt an der Themse ist der Leuchtturm der westlichen Zivilisation. So. 100 Jahre später. Komm in London. Probieren Sie die britische Gastronomie. Und genießen Sie das berühmte englische Frühstück, bestehend aus Eiern, Speck, Würstchen, Tomaten und weißen Bohnen. Das hat sich nicht geändert. Man hört das Handy nicht. Okay, es nervt also nur uns. Geil. Also vor allem mich. Ja. So, also Flyer für die Orte. Oh, und da sind die ganzen kleinen Handouts, die wir eben gesehen haben, die ganzen Sachen aus Zeitungen. Das sind wirklich haufenweise Zeitungsartikel. Das hier ist eine Rechnung über einen Tresor. Und das ist alles schon fertig gedruckt und ausgeschnitten sozusagen. Ja, der Peter Beinheiser saß da wahrscheinlich selber noch nächtelang und hat das alles von Hand mit seiner kleinen Kinderbastelschere. Du, was willst du, das war eine Produktion sicher aufwendig. Die haben ja, natürlich ein unterschiedliches Format. Ja. Carlyle-Expedition reist nach London. Guck mal zum Beispiel, was ist das für ein Format? Ja, ich glaube, das ist schwierig mit der Maschine, ne? Oh, und sogar, das ist geil. Visitenkarten ja, mit einer handgeschriebenen Notiz drauf. Empire Spices. The Penue Foundation. Und? Kriegst du schon Bock, das direkt zu spielen, ne? Ja. Ich wiederhole, Sachen, die man nicht braucht, die aber einfach Spaß machen. Und gerade Cthulhu als ein Spiel, das in der realen Welt in Anführungsstrichen angesiedelt ist, das gewinnt so sehr, wenn man Vor allem gewinnt das, wenn man am Tisch wieder spielen kann, weil das ist ja im Stream ist das ja ein bisschen witzlos, aber ich hoffe, dass wir irgendwann mal wieder. So, und da sammelst du einfach deine ganzen Dokumente drin. Ja, ich glaube, so ist das gedacht. Ja. So ein Ordner, den müsste man noch hier einmal umfalten und. Ja. Den Nippel durch die Lasche ziehen. Mhm. Ist schon. Und dann hat man seinen Unterlagenordner. Okay. Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Handouts. Mhm. Das ist der Handout-Stapel. Schande. Okay. Naja, es waren schon 60 Seiten waren es in der alten Version. Also es sind noch ein paar mehr. Du kannst das gerne aufreißen. Ne? Okay, ja. Ja? Ja. Hört das irgendwann auf mit deinem Handy? Hoffe. Wecker ist sehr hartnäckig. Aber ich habe ihn schon mal gänzlich verschlafen. Also irgendwann hört er wohl auf. Okay. Das ist sehr viel, sehr unterschiedliches Zeugs. Also zum Beispiel nachdem wir vor einer Weile uns angeschaut haben, wie die Handouts aussehen für Ptolus. Oh Gott, ja. Ist das hier. Wir hatten neulich ein Video über Monty Cooks Stadtsetting in der neuen Auflage für die 5. Edition von D&D. Das ist auch ein 560-Seiten-Buch oder sowas, ne? Und dann ist nochmal eine Kartentasche mit Handouts dabei, ich glaube 100 Handouts. Und die sind so lieblos. Also das Video ist auf unserem Hauptkanal. Tolus heißt das Spiel. 150 Euro kostet das Buch mit dieser Kartentasche. Ist es schon wert, ne? Aber die Handouts haben mich enttäuscht. Das ist
Das ist jedes davon. Schöner. Jedes davon hat ein anderes Layout, andere Fonds, andere Spielereien. Das war sicher ein sehr großer Spaß. So viele Briefe. So viele Karten. So viele Ebenen. Es war ziemlich schlimm. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Überall Leichen. Oh nein. Nicht mal Körper, nur Teile von Körpern. Ein Kopf hier, ein Arm da. In Fetzen zerrissen, wie man eine Zeitung zerreißen tut. Okay, das ist von jemand geschrieben, der entweder sehr jung ist oder... Ja. Etwas hat die armen Kerle geschnappt und sie höllisch zerkaut, wenn sie erlauben. Man würde denken, dass die Schakale und Bussarde sie bis auf die Knochen abgenagt hätten, bevor wir sie gefunden. Oder jemand, der nicht sehr gebildet ist vielleicht. Mhm. Aber die Leute, die da wohnen, haben gesagt, dass die Tiere zurückgewichen sind. Spoiler übrigens für die Kampagne. Und die Gratis-Mahlzeit nicht wollten. Sogar Tiere haben manchmal ein schlechtes Gefühl, schätze ich. Naja, jedenfalls hoffe ich, dass ich sowas nie wieder sehen muss. Arg. Nein, das steht nicht da. Hier. Schau, schau, schau. Es ist auch teilweise auf unterschiedlichen Papierqualitäten gedruckt. Okay, es war ziemlich schlimm, ist kein Spoiler, das sind so Dinge, die Heiko Gill über jedes neue Cthulhu-Abenteuer sagt. Ne? Oh, das ist schon ein schlimmer Finger, dieser hier. Das ist ein schlimmer Finger, Originalzitat Heiko Gill. Ja, hier sind noch haufenweise Karten als Abschluss des Ganzen, die werden jetzt wahrscheinlich spoilerig, außer vielleicht hier Kairo, da. Kairo auf Kopf. So sah Kairo also vor 100 Jahren aus. Kleiner, glaube ich. Insgesamt kleiner. So. Im Gegensatz zu London. Hier sind jetzt Charakterbögen und also die regulären DIN-A4-Charakterbögen, nicht die ultra geilen Extra-Charakterbögen. Und was sind denn die ultra geilen Extra-Charakterbögen? Ja, hier die Reisepässe. Ach so, meinst du, ja, okay. Das sind also mitgelieferte Ermittler. Mhm. Du kannst auch gerne hier wieder diese Manschette aufreißen. Wir wollen das ja nicht weiterverkaufen. Wir haben das ja, weil wir es haben wollten. Ne? Also es so, und nach den... Wenn ich das jetzt weiterverkaufen würde, nachdem das ja meine Crowdfunding-Gage war, hätte ich alles falsch gemacht, oder? Das ist gut. Ein Hinweisdiagramm. Was führt einen wohin? Mhm. Sowas sollte fast jedes Abenteuer haben. Oh ja. Und das gibt es für Amerika, für England. Also für jeden Ort, den man besucht, dann gibt es eine Zeitliste, was passiert während der Kampagne. Ich zeige das mir immer nur kurz. Erreichte Kultpunkte, Reisedauer, Flugkraken? Nein, keine Flugkraken. Es kommen keine Flugkraken vor in der Kampagne. Ja. Das hast du falsch gelesen. Flugkrankheit. Achso. Also es sind ja auf jeden Fall Werte und es ist immer für jede Art von Gegner ist es immer eine ganze Reihe von verschiedenen Varianten, sodass es nicht immer die gleichen Werte hat, sondern man unterschiedliche Versionen von Kultist irgendeiner Bruderschaft haben kann. Ist der Hund eigentlich jetzt beleidigt gegangen? Oder? Ja, ich glaube. Hm. Tut mir leid. Okay. Das wird alles hilfreich. Viele... Also das waren jetzt Charakterbögen und Strukturierungshilfen für die SL. Und das ist eines Esche. Hm. Mehr Schädel. Das ist kein Warhammer SL-Schirm. Das ist wirklich nur, das sind also nur in Anführungszeichen, das sind einfach nur eine Menge menschlicher, nicht so menschlicher und vor allem zusammengewachsener und verschmolzener Schädel. Mit unterschiedlichen Kultsymbolen auf der Stellung jeweils. Das ist ein sehr cooles Bild. Oh ja. Deine Schädel hat keine Augen. Meine Schädel hat nur ein Auge. Ja, creepy, creepy, creepy. Und das hier auf der Rückseite? Sind das einfach ist das der normale Cthulhu-SL-Schirm oder sind da speziell für die Kampagne zugeschnittene Dinge? Mal schauen. Drauf? Nee, vielleicht das ist für die Kampagne. Wichtige Person der Kampagne. Tatsache, zwei von den Panels einfach nur Personen. Das ist wirklich nötig, glaube ich. Mitglied der Expedition. Wie man steigert. Was man sonst bei Cthulhu ja nicht so oft braucht. Aber hier schon. Ja. Okay, und dann haben wir hier noch großformatige Karten. Weltkarten, ja. Ich glaube, es müssten zwei verschiedene Versionen einer Weltkarte drin sein. Wenn der Wecker nicht mehr klingelt, hat Indy ein neues Kaufspiel zurückgefunden.
Und schönen Feierabend an Julia. Wir bekommen das hin, ja. Ja, der Zustand der Welt. 1922. Also ist das hier alles, ist alles Spanisch-Marokko? Das ist Französisch-Westafrika. Ah, da gibt es einfach noch keine klar gesetzten Grenzen. Okay. Mhm. Nee, Spanisch-Marokko ist nur die kleine Ecke hier, wenn ich das richtig sehe. Und der Rest ist Französisch-Nordafrika, Französisch-Westafrika. Okay. Kolonialismus! Yeah. Auf der Rückseite ist das nochmal Amerika-zentriert, ja. Einmal Asien auseinandergerissen. Und Moment. Das Ganze nochmal in größer und mit Schiffsrouten. Hm. Ach, ich sehe gerade, Schiffsrouten war da schon auch drauf. Ich glaube, das ist die gleiche Karte, nur größer. Okay. Naja, je nachdem, wie groß der Tisch ist, ne, kannst du die Karte skalieren. Ja. Man kann reinzoomen quasi. Du kriegst erst die kleine Karte auf den Tisch und sobald jemand drauf rumtappt, zack, die große. Jetzt kommen wir zu dem Teil, mit dem du schon gespielt hast, weil ich sagte, guck mal, Maike, das sind Punchboards. Möchtest du sie auspunchen? Du sagst, darf ich? Und ich sagte, ich mag Punchboards. Du darfst. Ja. Und das sind also tatsächlich wichtige Gegenstände, vermute ich zumindest mal, die man in der Kampagne an sich bringen kann oder mit denen man hantieren kann. Spoiler. Und, die sind alle einmal als dicke Pappe. 2 mm und dicke Pappe. Hier gedruckt. Einseitig bedruckt. Auf der anderen Seite sind sie. Infinity Crown. Die Infinity Crown, ja. Krone der Augen. Das, ja. Man wird es dann wieder zuordnen müssen. Auf den Stammesbögen war tatsächlich immer der Name daneben, was für ein Artefakt es ist. Ich denke, das kriegen wir, falls wir das jemals spielen, kriegen wir das schon hin. Die muss man aneinander legen. Da muss man wahrscheinlich an zwei verschiedenen Orten. Boah, ich fände das so geil, wenn ich das spielen würde und ich würde das wirklich als Handout bekommen. Hier ist eine Steintafel und jetzt heb das auf und dann kriegst du irgendwie die andere Steintafel. Noch geiler wäre nur, wenn jemand sich die Mühe machen würde und wirklich einen Stein finden und es da reinritzen oder eine Krone wirklich zusammendengeln aus Kupfer oder was, Draht oder was weiß ich. Das hat schon, das macht es schon immersiver und labiger. Und diese Krone, ja, ich finde ich schon mal verdächtig, weil... Die ist für sehr große Köpfe gedacht. Also ich habe jetzt keinen winzigen Kopf. Ne? Ich glaube, ich habe einen normal großen Kopf. Allerdings kann man das hier tatsächlich tragen. Okay, ich nicht. Du kannst das wirklich tragen. Das wird der Renner. Pappschmuck. Ja. Wunderschön. Und das ist alles, was in der Box drin ist. Ja. Es gab noch digitale Goodies. Ich glaube, Audio-Files und sowas. Aber zeigen wir jetzt hier nicht, weil... Sind das die Handouts von den neuen Büchern oder ist das extra? Das ist die Extra-Box mit den ganzen Crowdfunding-exklusiven Sachen, die da freigeschaltet wurden. Oh. Wenn man den Schuber hat, gibt es, glaube ich, 3 Bücher für die Kampagne und ein 4. mit den Handouts. Mhm. Und hier sind die Handouts dann alle... Doppelt sich das mit den Sachen, die in dem Buch drin sind? Weißt du das? Oder sind die da... Nur hier in dem Schuber. Das weiß ich nicht. Das finden wir raus, oder? Mhm. Ich leg das mal hier. Und da wir ja bald umziehen, unser Timing ist so fantastisch. Wir ziehen in 4 Wochen um. Mhm, jede Menge Crowdfunding-Sachen sind jetzt die letzten Tage hier angekommen. Ich beschwere mich ganz bestimmt nicht, ich freue mich. Zum Beispiel die Star Wars Razor Crest, die wir gecrowdfundet haben. Natürlich auch noch hier in dieser Adresse, aber das ist besser als wenn. Da konntest du die Lieferadresse, das kann auch hier rein, ne? Mhm. Lieferadresse nicht mehr ändern, deswegen wäre das eben problematisch gewesen. Ja, tatsächlich. Ich habe versucht, die zu ändern und dann hat der. Die konnte man ja nicht direkt über das Crowdfunding bekommen, wenn man in Deutschland wohnt. Das ist eh so ein Punkt. Hasbro macht ein Crowdfunding, ja, für ein Star Wars Spielzeug. Das ist eigentlich eine Frechheit. Das ist eine Perversion von allem, was Crowdfunding sein sollte, wenn ein Megakonzern wie Hasbro sich sagt, komm, machen wir mal ein Raumschiff, das jeder haben will als Crowdfunding. Ja.
Und nur für Amerikaner, und die Europäer müssen dann über irgendeinen Service gehen. Und dieser Service, bei dem konntest du die Adresse nicht ändern, richtig? Genau, und nachdem wir ja vor einem Jahr umgezogen, das letzte Mal umgezogen sind, aber halt nur 100 Meter, habe ich versucht, die Adresse zu ändern. Und dann meinten sie, nee, das geht aus Datenschutzgründen nicht. Nachdem ich mehrere Mails hin und her geschrieben habe, um zu klären, ja, das ist meine Bestellung, ich bin ich, und ich kann auch nachweisen, dass ich umgezogen bin und dass meine neue Adresse ist. Und nachdem all das geklärt war, schicken sie uns diesen Beleg, schicken sie uns den Beleg, machen sie das und das, kam dann ein so, ja, nee, aber können wir generell trotzdem nicht. Aber sie können die Bestellung einfach stornieren. Ja, und dann nehmen wir einfach ihr Produkt und verkaufen es auf eBay fürs Vierfache. Was bei diesen Crowdfundings eben der Fall ist. Ja, ja, klar, das ist so absurd. Ich meine, du bist ja fast gezwungen, als Sammler da mitzumachen und dann 300 Euro dafür oder mehr auf den Tisch zu legen, weil wenn du es dann danach noch haben willst, dann zahlst du auf eBay 1000 oder 1200 Euro dafür, und das ist halt absurd. Quatsch, klar geht das aus Datenschutzgründen. Da war ich mir auch ziemlich sicher, ja. Ja, das war eine dumme Ausrede. Aber so. wir haben eine gute Postperson, die, ja, die wusste, dass die Leute, die da angeschrieben wurden, nicht mehr da wohnen, und hat uns das... Wäre auch nicht schlimm gewesen, das waren ja wirklich nur 100 Meter. Wir hätten das ja bekommen, aber wenn wir jetzt dann in 4 Wochen umgezogen wären, dann wäre es wahrscheinlich schwieriger gewesen, da ranzukommen. Und, naja, aber auch nicht unmöglich. Die Kamera mal Schluck auf. Die Kamera hat jetzt Schluck auf, weil wir nichts mehr hier liegen haben, was sie wirklich als Fokuspunkt benutzen kann, wie zum Beispiel dieses Auge. Dieses glänzige und matschige, das ist nicht so gut. So, jetzt hat sie wieder was. Gut, also wie gesagt, hier sind die Handouts nicht mit drin. Das heißt, die Kampagne ist nicht 660 Seiten, sondern 850 Seiten oder sowas. Im Vergleich zu den 360 Seiten, die sie vor 20 Jahren hatte. Was ist da passiert? Naja, die hat ja zum einen neue Kapitel bekommen, neue Einleitungen. Es ist vieles nochmal ausgearbeitet worden, besser aufbereitet. Und die Handouts sind entsprechend ausgeweitet worden. Und du hast ja gesehen, da sind viele Spielhilfen drin, die ursprünglich nicht dabei waren. Ja, das reicht doch. Aber ja, so Flowcharts, wie welche Szene und welche Information wohin führt. Super. So, das, sowas mag ich sehr. Und also mir erleichtert es das, ein Abenteuer zu lernen und vorzubereiten. Beziehungsweise dann, wenn man im Spiel ist, halt eben auch schnell zu gucken, wo kann man die Leute noch hinschicken? Wie können sie das Ganze, also welche Wege sind jetzt noch valide oder machen Sinn? Ja. Wird gefragt, von Pony92 kommt auch ein Review zu der Bücherbox. Was ist denn gemeint mit der Bücherbox? Achso, der Schuber. Der Schuber, ja, den haben wir nicht. Ja, also wir können natürlich auf Basis von dem, was wir haben, ein Review machen. Inhaltlich ist es ja das Gleiche. Ja. Und dann leihen wir uns irgendwo den Schuber aus oder ein Foto davon wird eingeblendet und dann, denke ich, ist das abgehakt. Aber ich denke, wenn man das wirklich nicht als... Das ist so schwierig. Ich glaube, das Sinnvollste, was du machen konntest, um es wirklich zu spielen, war den Schuber im Crowdfunding zu kaufen, aber diese Box da dazu zu bestellen. Mhm. Weil das die Version ist, mit der du am ehesten spielen kannst. Während das... Das ist ein 3-Kilo-Buch, ne? Das willst du nicht im Schoß haben. Das ist das, was du dir ins Regal stellst. Ja. Aber ich denke, wir kommen irgendwie schon klar mit den 2 Versionen der Kampagne, die wir jetzt hier haben, falls wir sie jemals spielen. Ich weiß aber nicht, ob es sich für den Stream eignet. Das ist... Ich liebe solche Handouts und Zeitungsartikel und dass die Leute sich damit beschäftigen müssen, aber für einen Stream ist das halt Gift. Dann sitzen halt Leute da und lesen mehrere Minuten lang still vor sich hin. Das solche Handouts? Ja. Ja, das stimmt. Aber wieso zwingt man sie nicht, sie immer direkt vorzulesen, die Handouts? Weil du möglicherweise jemanden dabei hast, eine Person dabei hast, die legasthenisch ist. Richtig. Und das nicht gerne macht und dann bloßgestellt wird. Das hatten wir, glaube ich, sogar schon, wo ich in den Chat schrieb, Leute, sag den Spielenden, dass sie das bitte vorlesen sollen. Und dann kam genau das als Antwort von dir. Ja, blöd, weil natürlich macht es das Ganze ja nur filmhafter, Wenn dann direkt das Voice-Over kommt. Wenn das Voice-Over kommt, genau. Ja. Noch besser wäre es, wenn man das... Weißt du was? Wenn wir das nochmal machen, na, dann besorgen wir uns... Hierfür gibt es sie ja eingesprochen teilweise. Mhm. Und wenn es das nicht gibt, dann machen wir es halt selber. Dann lassen wir das einfach als Einspieler laufen. Mhm. Das wäre doch für den Stream eine Lösung. Ja. Vielen Dank übrigens an Puni92 für das Abo.
Abgesehen davon, dass man dann sehr, sehr, sehr viele Einspieler vorbereiten und den OBS bereithalten muss. Ja, das wird nervig. Sollten wir das machen, wenn wir eine Lösung haben? Also wir haben ja absichtlich gesagt, wir machen den Orient Express erstmal. Und danach vielleicht Niala Totep. Weil der Orient Express sich einfach modularer aufteilen lässt in lauter kleine Abenteuer. Und das hat ja bisher auch gut funktioniert. Oh. Naja, einmal. Ja, einmal hat es gut funktioniert. Es hat in 100% der Fälle gut funktioniert. Es gibt digitale Files für die Handouts als MP3. Genau, ja. Die haben die Pegasus-Leute eingesprochen. Ah, okay. Ja. So. Ich will zu sagen. It's not easy being great. Ich habe sehr viel geredet. Mir fällt nichts mehr ein. Wir sind jetzt eine Stunde dabei. Ich dachte eigentlich, dass wir nicht so viel überhaupt finden, was wir sagen können. Deswegen denke ich, war es das für heute schon mal. Ja. Oder? Ich schätze schon. Und wie gesagt, morgen 19 Uhr Mass Effect Pen and Paper. Mhm. Es passiert noch irgendwas Schlimmes. Und danach wäre eigentlich Worldbuilding mit Thomas Römer dran, aber der schafft es morgen nicht. Das heißt, wir können länger Mass Effect spielen. Der ist aber nicht krank, dem geht's gut. Freitag beginnt die Heinzcon, 16 Uhr, große Eröffnung. 20 Uhr Star Trek Adventures mit Daniel Jüdemann, Maigi, Julia Klein, Ivi Demetel und Florian. Hm. Samstag Cornopia, wir reden über das Tabletop von Urek. Und danach leitet Maigi Candlekeep Mysteries für die Skulls TV-Besetzung und Ivi. Und am Sonntag machen wir auch wieder irgendwelche Heinzcon-Dinge. Und der Herr Echelmeier wühlt in seiner Grabbelkiste. Ja. Ich schaue mal, wo ich hinraiden kann. Du kannst ja noch ein wenig abschließende Worte sagen, wenn du möchtest. Ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam. Ich weiß, es ist nicht der Stream, der eigentlich angekündigt war, aber ich meine, das hat sich gerade ganz gut ergeben, dass wir was Cthulhu-eskes hier zum Vorstellen haben, wenn Cthulhu-eskes ausfällt. Wir werden dann demnächst sehen, in welchen Klassiker uns Ben als nächstes jagt oder wie es damit weitergeht. Und ansonsten, ich hoffe, eure geistige Stabilität hält noch eine Weile durch. Ich weiß es nicht, springen nicht zwingend die beste Zeit dafür. Aber blinken, ablenken, Hobbys frühen, ja. Sich freie Zeit nehmen. Hast du was gefunden? Wir haben volle Auswahl. Guck mal, Writing Bull streamt schon Elex 2. Das kommt doch erst im Juni. Meine Güte. Wir könnten den Hyped, den Walker, raiden. Der spielt Elden Ring weiter. Aber wir haben schon lange die Frivolita Fantagraphie nicht mehr geraidet. Deswegen bin ich fast dafür, dass wir das tun. Außerdem malt sie gerade süße Füchse. Oh ja. Also ich denke, dass wir den Walker noch öfter raiden werden in den nächsten Tagen. Lass uns mal zu Frivolita. Okay. Genau. Wir schicken euch jetzt zu Melanie. Und dort wird gerade ein Fuchs gemalt. Bonusfuchs. Ja. Schöne Grüße. Und bis morgen. Bis morgen. Vielen Dank. Passt auf euch auf. Ich mache hier aus. Aus.